Ja, ich schneide immer ganz leicht mit so drei allein, gell? Bin schon sehr lang allein. Ja. Hab Nachtarbeit gemacht, damit die Tochter studieren hat können. Die war in Paris auf der Sorbonne einmal. Und, ja, aber gearbeitet habe ich immer ganz gern. Ich bin eine noch aus der Kriegsgeneration, gell? Hab den Reichsarbeitsdienst noch mitgemacht. Da weiß man schon, was Arbeiten heißt. Ja, im Zillertal war ich drinnen. Mit meinem Mann habe ich kennengelernt, der ist zum Swarovski gefahren. Diese Fabrik da. Im Zug habe ich ihn kennengelernt. Die ist ja so großartig, die Mama ist eine Schauspielerin, die nie auf der Bühne stand. Das ist doch großartig, bitte, oder? Die Mama, du kriegst von mir die Staats-, du kriegst von mir die Bühnenmeisterprüfung. Das hat er mir einmal gebracht. Ja. Ist gar nicht so lang her noch. Und ich hab so weit da sitzen gehabt. Da sind die Pippen da drin, oder? Vier kleine sind da drin. Die Ärzte draußen, die müssen schon viel seelische Kraft haben. Die das Fach wählen beim Studium. Die müssen aufpassen, dass sie nicht selber einen Huscher kriegen einmal, gell? Au, au, au. Leider nimmt's zu, diese Krankheit, gell? Der praktische Arzt hat mal gesagt, ein Geschwür herausoperieren wäre eine Kleinigkeit gegen was Werner hat, gell? Ja. So Mama, ist ich das. Ich lebe doch seit meinem 15. Lebensjahr, bin ich doch manisch-depressiv. Es gibt doch nichts Schöneres, als manisch-depressiv zu sein für einen Künstler, oder? Das braucht aber, man doch, um kreativ zu sein. Aber für die Umwelt. Das braucht man doch, um kreativ. Das ist weniger, weniger, ne? Great. John Collins said to me, for same to you. Oh, hello. Hello, Werner. Die Lampen getroffen, aber die Lampen sind so klein. Herr Doktor, werden Sie da nicht nur mehr Feuer geben, bitte? Gildner. So, Herr Rosenmeier. Ja, Herr Dr. Wie war gerade Ihr Name noch, was Sie gehört? Mühlbacher. Ah, Herr Dr. Mühlbacher. Herr Buchmeier, wie lange kennen wir uns jetzt schon? Ja, so lange jetzt noch nicht. Ich meine, im Verhältnis zu dem Psychiater, die ich schon verschlissen habe. Richtig. Ja, ich meine, ich habe noch, ich glaube, mein erster großer Dings war der Professor Gastager und auch schon Herr Wiebel, der jetzt Jugendpsychiatrie hatte. Und Dr. Feichtinger war überhaupt mein erster Arzt, der mich hier aufgenommen hat. Dr. Wann war denn Michael das? Weil, ich glaube 1975, 1974. 1975? Ja, nach meinem ersten schweren Selbstmordversuch. Mhm. Damals sind Sie von Mölsberg gehüpft? Nein, das war 1976. Mhm. Also mit 15 Jahren, glaube ich, war es eine schwere Tablettenvergiftung. Mhm. Mit den Medikamenten, die ich von hier bekommen habe, mit Alkohol gemischt. Mhm. Und 1976 war es der Sprung von Mölsberg, im April. Mhm. 76. Und seitdem sind Sie immer wieder mal in der Psychiatrie? Ja, laufend. Mhm. Nein, das stimmt ja nicht ganz. Bitte. Ich habe dazwischen ja auch Theater gespielt und einiges geleistet. Und ich glaube, von 83 bis 86 war ich überhaupt nicht in der Psychiatrie. Ich kenne Sie manisch. Ja. Auch jetzt sind Sie noch gut. Gut drauf. Gut unterwegs. Na, aber wir können uns jetzt. Aber Sie sind schon etwas beherrscht jetzt. Ja, wir sind ja auch inszeniert zum Teil, Herr Doktor. Natürlich. Ich weiß, dass da eine Kamera läuft. Ja, übrigens habe ich das sehr gerne. Nur ist das leider nur eine Videokamera, denn noch schöner ist Film. Ich habe mir in den letzten Wochen mir zum ersten Mal wirklich Sorgen gemacht um Sie. Ach so. Ich kenne Sie, wenn Sie so etwas manisch, hypomanisch ein gutes Leben führen. Dann haben wir Sie auch alle sehr gern hier. Begrüßen Sie immer wieder mal, Sie unterhalten ja die ganze Station. Ja, dafür müsste ich eigentlich 10.000 Schweizer Franken pro Tag kriegen. Mhm. Aber ich bin ja so wie die Klinik nicht leisten. Das wird die Klinik nicht leisten können. Dafür zahlt ja die Krankenkasse ungefähr 4.000 Schilling pro Tag für mich hier, oder? Herr Buchmeier. Was ist zurzeit Ihre größte Sorge? Vielleicht, dass ich depressiv werden könnte. Sie haben schon oft lange depressive Phasen gehabt. Ja, monatelang. Und da geht es Ihnen dann saudreckig? Ja, ich komme nicht aus dem Bett. Das Einzige, ich gehe vielleicht am Abend, wenn alles dunkel ist, auf eine Tankstelle und kaufe das Notwendigste ein und verschwinde wieder im Bett.
Tagsüber traue ich mich nicht raus. Haben Sie deswegen auch so Angst vor den Medikamenten? Es ist ja eine bekannte Nebenwirkung, dass Medikamente, die gegen die Manie wirken, einen auch in die Depression treiben können. Möglich. Auch wenn Sie merken, dass Sie Selbstmordgedanken haben, dann kommen Sie zu mir. Ja. Und wenn ich nicht da bin, ist die Frau Dr. Buschmann da. Mhm. Und wenn die Frau Dr. Buschmann nicht da ist, ist vom Pflegepersonal wer da, ist es immer wer da. Ja. Okay? Okay. Gut. Gut. Danke, Herr Doktor. Wiedersehen. Wiedersehen.